Anker, The Post Company. Anker befasst sich hauptsächlich mit Zahlungssystemen, gerade am Point of Sale. Ob das jetzt Kassen, Self-Service oder die App sind. Und wo stellt so eine Firma sich noch dar? Auf der Euroshop, der weltgrößten Messe für Retail, die in Düsseldorf stattfindet. Wir haben Anker auf dieser Messe ausgestellt und ein Design mit Anker entworfen, was schon auffällig war. Und das stelle ich euch heute in diesem Video vor. Mein Name ist Martin Travny, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Firma Prismaplan Messen und Events in Herne, Nordrhein-Westfalen. Wie sah nun der Stand aus? Heute präsentiere ich euch mal eine andere Vorstellungsweise von einem Messestand. Das heißt, wir sind nicht auf Plänen basiert, sondern haben eine computerunterstützte Animation erstellt. Diese ist so leicht verständlich, dass man ohne jegliche Vorkenntnisse den Stand und was damit bezweckt werden soll, erkennt. Schauen wir uns gleich erst die Animation und danach die Realität an, damit ihr auch mal seht, wie nah beides aneinander liegt. Gerade bei diesem knapp 53 Quadratmeter großen Kopfstand, bei dem die Farbe schwarz-weiß eben durch das CI der Firma im Vordergrund stand, ist es eben schon interessant im Vorfeld zu sehen, wie der Stand wirkt. Weil er soll ja die Produkte hervorheben und aber auch in der Masse gut auffallen. Dazu tragen natürlich die zurückhaltenden Farben schwarz-weiß nicht gerade bei. Aber ich glaube, wir haben einen ganz interessanten Materialmix zusammengestellt, der die Produkte hervorhebt und den Stand freundlich und akzentuiert wirken lässt. So, genug geredet, schauen wir uns mal die Animation an. Ist es nicht verblüffend, was heute die Computertechnik leisten kann, wie nah das reale Ergebnis an dem vorausgesagten Ergebnis liegt? Heutzutage kann sich jeder, selbst der keine architektonischen Pläne lesen kann, sehr gut auseinandersetzen mit der Thematik Architektur, Erscheinungsbild, wie wirkt mein Produkt auf dem Podest. Hier haben wir ein Ergebnis, wo doch die Holztöne zu dem Schwarz einen wunderbaren Kontrast liefern und die Exponate rauskommen lassen. Auch von der Exponatauswahl hat Anker dort einen kleinen Akzent gesetzt, in dem im Standesinneren eine Retro-Kasse positioniert wurde, die der ganzen Sache eine Lockerheit verleiht. Die großen runden Embleme sind gut sichtbar und zeigen vier Piktogramme, die die verschiedenen Bereiche, die Anker abdeckt, darstellen. Auch hier hat der Kunde eine leichte Orientierung und kann in tiefer greifenden Gesprächen mit dem Berater eintauchen. Im Hintergrund sieht man auch die Versorgungszelle mit der Küche und einem kleinen Lagerbereich. Der ganze Stand war sehr harmonisch aufgebaut, klein aber fein. Ja, an der Stelle bedanken wir uns bei der Firma Anker für das uns entgegengebrachte Vertrauen, hoffen, dass weitere Zusammenarbeit erfolgen wird, ähnlich wie bei der Euroshop in Düsseldorf. Ich hoffe, dass für euch die andere Art der Messestandpräsentation euch Anregung gegeben hat, ob das nicht auch mal eine Sache für euch wäre, den Messestand durch eine computergestützte Animation präsentieren zu lassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das als Anregung mitnehmt und dass wir uns beim nächsten Messestand-Review wiedersehen.
Bis dahin, Glück auf, Martin Trafford.